Way Out. Das ist so mega. Das ist so, 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 so mega, Leute. Mega, mega, mega. Hallo, meine lieben YouTuber. Ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute wieder zurück mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um ein Game für die Xbox. Ja. Und ich habe schon die ganze Zeit so gedacht, Mensch, du hast ja so viele Filme und alles war immer nur so filmmäßig. Jetzt geht's doch mal wieder los mit den Games. Und ja, ich habe heute ein ganz besonderes Spiel für euch. Also ich finde, das ist eins der besondersten Spiele, die man überhaupt so spielen kann. Und ich rede jetzt gar nicht mehr lange. Es geht nämlich heute um A Way Out. Ja, ihr seht schon, also es ist ein Xbox One Game. So sieht das Ganze aus. Und auf den ersten Blick seht ihr, dass es freigegeben ab 18. Mega cooles Cover, wie ich finde. Also das ist echt cool. Und ihr seht hier auch schon, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es da um ein Gefängnis geht. Ja, aber dazu gleich mehr. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Da seht ihr auch schon ein paar Bildchen, genau, und halt die ganzen Infos zum Game. Und wenn ich das aufmache, dann sieht das Ganze so aus. Hier noch die Infos, das lese ich euch gleich vor. Und so sieht die Disc aus. Also ganz normal, wie auch das Cover. Aber bei dem Game ist das alles egal, weil es ist so mega, Leute. Aber okay, ja, wie bin ich überhaupt auf dieses Game gekommen? Ich habe eine Schwäche für Coop Games, also die man halt zusammenspielen kann, halt online mit jemandem oder mit euren Freunden und oder Partnern, keine Ahnung, auf jeden Fall im Coop-Modus, heißt dann immer, ihr könnt das Game zusammenspielen. Und das finde ich mega, denn so ist man nicht immer so alleine und hat ein bisschen so Abwechslung und so. Und ja, bei diesem Game ist das ganz besonders, muss ich sagen. Und dazu kommen wir gleich aber mehr. Hier oben steht noch drauf, Freunde treten im Online-Coop kostenlos bei. Das lese ich euch gleich noch vor, weil das eine mega Besonderheit ist. Und hinten steht nochmal drauf, ein einzigartiges Coop-Abenteuer. Lade als Besitzer der Vollversion einen Freund ein, kostenlos mit dir zu spielen. Sämtliche Details findest du in der Verpackung. Und das erkläre ich euch gleich aber noch. Und hinten drauf steht, ein maßgeschneidertes Coop-Erlebnis, einzigartige Gameplay-Vielfalt und genreübergreifende Geschichte. Das ist also spielbar im Coop-Modus, also Multiplayer und Live-Coop-Multiplayer genauso. Ich halte das auch nochmal hier hoch, damit ihr das nochmal sehen könnt. Das steht hier an der Seite, genau. Und ja, bevor ich euch erzähle, um was es in dem Game geht, lese ich das euch nämlich mal gerade vor. Es ist nämlich so, normalerweise könnt ihr ein Spiel im Coop-Up-Modus spielen. Ja, natürlich, wenn ihr es habt und es hat die Funktion. Aber wenn ihr es jetzt online spielt, war das immer so, dass der Gegenüber dann das Spiel auch haben musste. Also wenn ihr euch jetzt GTA kauft, musste euer Kumpel dann auch GTA haben, damit ihr das dann gegeneinander oder zusammen natürlich online spielen könnt. Und bei diesem Spiel ist das Ganze nicht so. Also wenn ich das Spiel jetzt habe, so wie ich es ja natürlich habe, und ich würde jetzt einen von euch einladen, könnt ihr das Spiel kostenlos mit mir spielen. Und das ist mega, Leute. Dann kann man sich vielleicht auch den Preis teilen, wenn man das jetzt zusammen spielt und sagt, hey, wir kaufen uns das jetzt zusammen. Und hier steht dann auch noch mal drauf, spiele online Coop kostenlos mit einem Freund. Als Besitzer der Vollversion kannst du einen Freund einladen, kostenlos mit dir zu spielen. Du musst dafür lediglich über Xbox Live Gold und eine Internetverbindung verfügen. Zweitens musst du sicherstellen, dass ein Freund die Freunde Pass-Free Trial aus dem Microsoft Store herunterlädt und drittens deinem Freund eine Spieleinladung schicken.
Ja, und das war's auch schon. Mehr musst du nicht tun, um das gesamte Spiel gemeinsam mit deinem Freund auf Xbox Live spielen zu können. Ja, und ich bin auf dieses Spiel gekommen, weil es mir empfohlen worden ist. Ich bin irgendwann mal im GameStop gewesen und dort hat mir ein sehr netter Mitarbeiter gesagt, hey, wenn du so auf diese Richtung stehst, ist das hier absolut dein Game. Und das Spiel ist, muss ich sagen, von 2018, ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich denke, dass es vielen von euch vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Also mir ging das auch so. Und ich mag, wenn Spiele so filmisch sind, so in diese Richtung gehen, dass man so das Gefühl hat, man durchlebt jetzt einen Charakter und dass das alles so halt abläuft wie in einem Film. Und ja, in A Way Out habt ihr zwei Charaktere, also ihr spielt hier diese zwei Typen. Ich halte das nochmal hoch. Genau, da seht ihr den einen und den anderen. Und es sind schon zwei harte Kerle. Ihr könnt euch dann am Anfang aussuchen, welchen von den beiden ihr denn spielen wollt. Da kann man sich dann absprechen und dann geht das Spiel auch schon los. Und es fängt direkt an im Gefängnis. Ja, und A Way Out heißt so viel wie, dass ihr den Weg nach draußen halt finden müsst, hoffentlich findet aus dem Gefängnis. Und wenn ihr das Spiel so anfangt, dann weiß ich auch nicht, das ist so richtig wie in Lock Up mit Sylvester Stallone oder wie in Flucht von Alcatraz, wirklich so diese ganzen kleinen Details aus dem Film, jetzt nicht so eins zu eins, aber haben sie wirklich in dieses Game übernommen. Und die Filme sind ja schon mega. Also ich stehe da total drauf, wenn ich so diese Gefängnis Filme sehe und dann so diese Ausbrüche, Leute, Flucht von Alcatraz ist so der Hammer mit Clint Eastwood und Lock Up genauso, auch so diesen Zusammenhalt unter diesen Gruppen und hier habt ihr das auch. Und der eine spielt dann den Charakter und der andere den und dann müsst ihr natürlich zusammen interagieren und diese ganzen Positionen, die ihr dann natürlich ausführen müsst, funktionieren niemals ohne den anderen. Also ihr müsst wirklich miteinander das Game spielen, euch auch absprechen und so. Also das geht nichts, dass der eine sagt, okay, ich mache jetzt schon mal oder so. Ihr müsst wirklich parallel immer Dinge erledigen und die sind auch nicht ganz einfach. Also ihr müsst da schon richtig so um die Ecke denken. Ihr habt auch viele Rätsel und es ist mega spannend, Leute. Und das ist so richtig, also ihr seid richtig heftig da drin und ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass das ganze Game nur im Gefängnis spielt. Auf gar keinen Fall, denn Way Out besagt natürlich schon, dass ihr eines Tages denn nach draußen kommt, weil die Bilder hier hinten, die verraten das auch schon. Da seht ihr auch auf dem Motorrad, genau da. Ja, und dann geht's natürlich los. Ihr habt eine richtige Geschichte auch zu den einzelnen Charakteren, was sie vorgemacht haben, warum sie überhaupt ins Gefängnis gekommen sind. Und es ist wirklich alles mit einer ganz tollen Geschichte unterlegt. Den einzigen Minuspunkt, den ich habe, ist vielleicht jetzt gar nicht in dem Sinne ein Minuspunkt, aber das Game ist zwar in Deutsch, jedoch habt ihr einen deutschen Untertitel. Also das wird jetzt nicht komplett halt in Deutsch erzählt. Das fand ich an einigen Stellen so schade, wenn man so wirklich drin ist und dann doch wieder liest, weil das kommt automatisch, egal ob ihr Englisch versteht oder nicht, der Blick geht dann immer so wieder nach unten. Ihr wisst, denke ich, auch, was ich meine. Aber ja, ich muss sagen, das Spiel hat mir mega, mega, mega gut gefallen. Also das ist etwas ganz Besonderes, was ich allen Gamern unter euch wirklich nur ans Herz legen kann. Ich habe es jetzt auf meiner Xbox One X gespielt. Die Quali ist Hammer, die Story ist Hammer, der Sound auch. Ihr habt dann eine Action, Leute. Spielt es einfach. Ja, ihr müsst das Spiel einfach spielen. Und ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr A Way Out auch kennt, ob ihr das bereits schon gespielt habt, wie ihr es findet, ob ihr meine Meinung auch teilt. Das würde mich mega interessieren. Und ja, ich
kann und musste euch das jetzt einfach ans Herz legen. Ich hatte das jetzt schon stehen und habe das durchgezockt und es ist wirklich mega, mega. Es hätte noch viel, viel länger gehen können. Also ich hätte noch weitere Stunden spielen können. Natürlich ist das dann auch immer abhängig, mit wem ihr das Game spielt. Und was ich euch noch sagen muss, bevor ich das noch vergesse, das Ende des Games ist variabel. Also je nach Charakter, welchen ihr dann in den Vordergrund stellt, habt ihr ein anderes Ende, also beziehungsweise ein alternatives Ende. Und ihr könnt das Spiel somit auch zweimal spielen. Also dann schlüpft der eine Charakter, also die eine Person in den einen Charakter und die andere in den anderen. Und somit könnt ihr das Ganze dann nochmal spielen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Game Review Spaß gemacht hat, dass ich euch das Spiel etwas näher bringen konnte und hoffentlich ans Herz legen konnte, dass es vielleicht auch bei euch bald in der Sammlung ist. Ja, es würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch viel Spaß beim Zocken, Leute. Habt hoffentlich noch einen wunderschönen Tag. Bei mir kommt heute die Sonne durch. Es wird auch langsam wieder wärmer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Fühlt euch gedrückt und bleibt gesund, meine Lieben. Bis dahin. Ciao.